Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin René und gebe dir hier eine Übersicht über verschiedenste Gitarrentypen, insbesondere wenn du jetzt Anfänger bist oder vielleicht dein Kind überlegt oder angefangen hat, Gitarre zu spielen. Was ist jetzt eine gute Wahl für den jeweiligen Stand der Dinge? Häufig ist es so, insbesondere wenn man jetzt noch nicht im Erwachsenenalter ist, dass die Gitarre zu groß ist. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel eine Dreiviertel-Gitarre, die einfach etwas kleiner ist, was meine Empfehlung wäre für Jugendliche, ist im Vergleich zu der normalen Gitarre etwas kürzer und das erleichtert wirklich einfach vieles, um also in dem Bereich mit dem Arm richtig klar zu kommen und auch, dass die Finger überhaupt an die obere Seite drankommen. Ja? Also die Größe muss passen zur Körpergröße und dann gibt es verschiedenste Wege, natürlich auch abhängig vom Ziel, wenn ich jetzt schon älter bin oder vielleicht auch wenn ich jünger bin und sage, ich will E-Gitarre spielen, alles cool, aber die Finger haben es wirklich schwer, die dünnen Stahlsaiten runterzudrücken, ohne sich zu verletzen am Anfang. Die sind teilweise scharf und auch bei der Western-Gitarre, das ist das Zwischending zwischen diesen beiden, habe ich schon Stahlsaiten drauf und das ist kein guter Anfang in meinen Augen. Nehmt lieber die Nylon-Saiten, die auf der akustischen Gitarre drauf sind. Und wenn ihr sagt, 6 Saiten, das ist echt kompliziert, wie soll ich das schaffen? Ist meine Empfehlung, fangt entweder mit einem Bass an, der hat nur 4 oder 5 Saiten, oder aber nehmt eine Ukulele. Und ganz natürlich, wenn die Kinder noch kleiner sind, ist die Ukulele auch super, falls eben diese Gitarre auch noch zu groß ist. Das ist so der ganz kleine Übersicht. Ich hatte am Anfang einen Ukulelenbass. Ist von der Größe ungefähr so ähnlich gewesen wie diese Tenor-Ukulele. Da geht es jetzt in die Feinheiten. Ich blende hier ein Video ein, wo ich den spiele und verlinke das sonst in der Beschreibung auch. Hatte dann auch 4 Saiten und hat sozusagen die Töne auf dem Griffbrett wie die Gitarre dann. Die normalen Ukulelen, wie diese jetzt eine ist, hat eine andere Stimmung. Das heißt, ich muss, was Akkorde angeht, nachher ein bisschen umlernen, wenn ich auf die Gitarre wechsle. Es sei denn, ich nehme die Konzert-Ukulele, da sind die Saiten, die 4, die ich da drauf habe, gleich wie auf der Gitarre. Bei der normalen Ukulele, also die kleinen heißen Sopran, das ist jetzt eine Tenor-Ukulele, die haben halt erst eine hohe Saite und danach geht es nochmal runter auf die tiefe Saite und dann wieder hoch. Während die Gitarre immer aufsteigend ist. Ist jetzt nicht alles genau bestimmt, da wir nur kurz die verschiedenen Typen vorstellen. Bitte kauft bei der Ukulele nicht unbedingt das Allergünstigste. Ja? Das heißt, die Intonation, sagt man, also wie sauber die Töne dann hier erklingen, ist bei den allergünstigsten Modellen leider nicht so gut. Also dieses Ding kostet so 20, 25 Euro. Das ist gut, wenn die noch viel durch die Gegend geschmissen wird. Ja? Also die viele Gitarren hier sind von der Schule, wo ich gearbeitet habe. Da passt das. Da ist einfach zu viel Verschleiß sonst dran. Aber wenn man sich jetzt selber was Gutes gönnen möchte, macht das halt einfach sehr viel Sinn, vielleicht so eine Tenor-Ukulele zu nehmen. Die klingt einfach voller auch als so ein kleines Instrument. Ist okay zum Anfang für Kinder, kann ich empfehlen, kostet nicht viel Geld, super Einstieg. Wenn es dann aber gezündet hat und es richtig Spaß machen soll, nehmt euch eine etwas vernünftigere. Man kann die auch inzwischen aus dem 3D-Drucker drucken. Die biegen sich aber so ein bisschen durch. Das ist dann hier, sieht man vielleicht, wenn ich daher komme, dass die Saiten relativ hoch sind. Meine Pi mal Daumen Empfehlung ist, wenn ich da den USB-Stecker fast drunter schieben kann, ist das
ein bisschen zu hoch. Ich muss dann halt eben hier alles runterdrücken und dann wird es immer schwieriger und es macht immer weniger Spaß. Zur Ehrenrettung sei gesagt, es gibt dann verschiedene Module, die ich einschieben kann, um den Winkel zu ändern, aber das ist ein separates Video. Kann man machen, wenn man die 3D-Drucker hat. Ansonsten, wenn man einfach schnell spielen möchte, kauft euch eine Ukulele von der Stange oder eine Gitarre und damit habt ihr schneller Freude. Ich hoffe, das hat euch schon mal einen kleinen Überblick gegeben. Teil 2 des Videos werde ich dann darüber sprechen, worauf ihr weiter beim Kauf einer Gitarre achten solltet. Wenn ihr jetzt hier eine Idee bekommen habt, welcher Typ ist für mich geeignet, spielt es sonst im Laden einmal an, ob das ein Bass ist, ob das was für euch ist, ob es eine Ukulele ist, etc. pp. Oder fragt euren Lehrer oder mich oder sonst wen. Wichtig ist, dass es für euch passt. Warum solltet ihr überhaupt ein Instrument lernen? Weil es Spaß macht. Ja, es geht nicht darum, der Beste sein zu müssen, die Beste sein zu müssen, mit dem Anspruch an das Instrument zu gehen, sondern ich finde es einfach schön, sich selber damit zu beschäftigen, sich selber damit auszudrücken irgendwann später und auf seine Art da Musik zu machen. Und es ist einfach schön, was mit den Händen zu machen und irgendwann klingt es dann vielleicht auch schön. Ich kann irgendwann mit Leuten zusammen Musik machen und ich glaube, das ist schön. Ich muss nicht immer direkt zielstrebig auf, ich muss jetzt Geld verdienen, Bühne, sonst wie, sondern es ist einfach schön für sich auch mal was zu machen. Und das wünsche ich jedem, das mal zu erleben, mit diesem, sonst wem oder sonst, also einem anderen Instrument oder einem anderen Hobby. Und ich bin sehr happy, dass ich den Weg in die Gitarren gefunden habe und hoffe, dass dir dieses Video beim Einstieg helfen konnte. Und Teil 2 geht es dann weiter mit Details zu Saiteninstrumenten. Viel Freude damit, bis dann.